Ladies and Gentlemen, wir stehen aber auch hier an dieser Stelle vor der großen... Jetzt können wir die Schildkröte an Leine nehmen. Norman, komm hier rauf. Eine Runde mit Lama, oder? Lama-Runde. Lama statt Schildkröte. Könnt ihr das Lama rauslegen? Mit einem Lama gespielt. Er hat das Finale mit einer Mini-Schildkröte gespielt. Die sind so gut, dass mit dem Lama... Okay. Ey, nicht mein Freund töten. Wir müssen mal ganz kurz für die Hooligans von dem Spielfeld runterbewegen. Janus, geh doch mal raus hier! Warte, ich mach die Tor, ich mach das Tor zu. Okay. Das war selber, ich kann das nicht kontrollieren. Ach stimmt, richtig, stimmt, da war was. Ach, euch im Finale kommt jetzt ein Flitzer aufs Feld. Ich sag, wie oft der Flitzer schon gefordert wurde bei mir im Chat heute. Hey, ich hab mich echt zurückgehalten. Es könnte spannender nicht sein. Wir haben zwei gewaltige Finalisten. Wir haben Carstcraft und Spark of Phoenix und wir haben Crocodile N und Basti GAG. Beide haben verdammt gut gespielt. Es ist echt schwer zu sagen oder zu prognostizieren, wer hier nun den Sieg... Gar nicht, wir gewinnen. Was ist denn das schwer zum Arsch, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas machen kann in der Runde. Alle sind bereit an dieser Stelle. Die Spannung steigt. Bereit uns für den Anpfiff vor. Seid ihr bereit? Achtung und go. Also das Finale wird direkt von einer Dreieckstellung hier eröffnet. Coco, Cast, Spark ziehen an der Schildkröte. Jetzt beginnt das große Ziehen. Nähern uns dem grünen Tor. Nein, die Schildkröte hat sich nochmal geändert. Was die zieht, könnte das das erste Tor sein? Könnte das das erste Tor sein? Nein, leider den Pfosten und die Latte berührt, aber... Das war eine knappe Geschichte. Das war absolut knapp, aber Cast zieht auch weiter an dieser Stelle. Au, und da kommt sie wieder zurück. Das hat Ressourcen gekostet. Rein. Sehr gut. Das macht die ganze Sache natürlich ungespannt. Die Frage ist, wird es ein Stechen geben? Die Frage ist, wie die Runde laufen, wenn alle Ressourcen aufgebraucht sind. Ich treffe so schlecht mit den Schneebällen. Ein weiterer Flitzer auf dem Spielfeld. Ja, ein Flitzer an dieser Stelle. Vielleicht könnte die Security Romatra einmal den Flitzer zurechtweisen. 8800! Ja, Flitzer ist beseitigt. Die Flitzer wurde beseitigt. Hat mich aber zurückgehalten. Das ist wieder dieser spannende Moment. Niemand will das erste Tor treffen. Ich nehm Spark mit. Ja. Niemand weiß, wie die Runde ausgeht. Oh, na, da ist das erste Tor! Das erste Tor an dieser Stelle für Spark of Phoenix und Castcrafter. Sehr gut gespielt. Und Feuerzoll mit 500 Euro. Vielen Dank. Wir müssen einmal ganz kurz die Schildkröte aus dem Tor rausbewegen. Achtung, einmal Security, einmal hier. Basti, kannst du ein Stück nach vorne gehen? Die ist da. Da ist sie noch. Und. Okay, sie. Will nicht. Kein Problem. Sie klemmt. Ja, auch eine Schildkröte möchte man schon so ein bisschen. Nein, und willkommen auch nochmal in Victoria. Fleißig bist du. Janus, du bist echt gut. So, okay, alles klappt. Alright. Achtung, Hubert, TNT in der Hand. Nein, alles gut, ich mach's gut. Gut. Ah, okay. Hier ist der erste Punkt. Spark of Phoenix und Castcrafter. Wir haben noch 3 Minuten 40 Sekunden. Die nächste Schildkröte ist auf dem Weg. Kurz vor 9000. Was? Krass, wie flott das geht. So, ja, Achtung, das Game geht weiter. 1-0 für Castle Spark of Phoenix. Basti kann nachholen mit Coco. Gut. Achtung und go. Let's go. Es ist, bleibt spannend an dieser Stelle. Krass, und Spark macht es gut. Es ist das Match der Giganten. Wir sehen halt, stürmerisch Spark und Cast auf das Tor draufgehen, aber Coco, einen guten Block an dieser Stelle, gut geblockt. Jetzt hat Basti Spark an der Angel und zieht ihn zur Seite. Cast versucht nochmal die Schildkröte an die Stelle zu holen. Basti verankert und... Oh nein! Oh Gott, das große Ziehen beginnt wieder. 9000 Euro. Die arme Schildkröte. Ja. Das ist die Frage, schaffen wir die 10.000 vor Beendigung des Spiels oder danach? Und die 10.000 wären noch krass. Ja. So, 2 Minuten, 40 Sekunden Konzentration. Da hat wirklich keiner will den falschen Move machen. Das ist dieses Geangel hier.
Die Spannung sieht man nicht nur an den Angeln, ja, den Angeln, die Spannung, die kann man hier fühlen. Und da ist sie im Tor. Das könnte der zweite Punkt für Sparko Felix. Und Cast braucht das ein an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch. Wow, 2 zu 0. Stimmt, mit Pferden. Ein weiterer Punkt. Das wird schwer. Oh. Das ist jetzt, wie viel Zeit ist noch? Also, wir haben Halbzeit, 2 Minuten, 30 Sekunden haben wir noch. Können Basti und Koro das aufholen? Ihr müsst ja nur einen Gleichstand erzeugen. Ihr müsst jetzt 2 Tore hintereinander zielen. Zum Verteidigen. Dann könnt ihr das Spiel in einem Stechen noch entscheiden. Ins Tor legen. Die nächste Schildkröte ist auf dem Weg. Und auf mein Zeichen. Auf geht's. Man sieht da direkt die Strategie, Carsten Spark einfach direkt frontal auf die Schildkröte los, einmal einen Schneeball geworfen und erstmal ab mit dem Viech auf die richtige Seite und da wird gezogen und oh! Oh! Das ging schnell! Wir haben ein Glückwunsch an Spark und Kass hier zum ersten Turniersieg. Ja, Kass ist einfach. Alter, dieses Tor. Das kann doch nicht sein. Hat jetzt Spark sich das Ei zurückgewonnen? Ich glaub's auch. Regel ist Regel. So, wo ist denn die Nummer 2? Wo ist denn die Nummer 2 hier? Ich würde behaupten, dass wir gegen das beste Team verloren haben. Dann ist es nicht mehr ganz so weit. Koko, Basti, komm mal her. Achso, was? Hier, ich komme mal hier hin. Ich habe die Preise, ich will die kurz wieder verteilen. Wir kriegen so einen Einsatz zurück. Immerhin, wo bist du? Ich kann nicht, da bist du. Okay. Bisschen Platz lassen, bitte einmal kurz hier drumherum. Dann kriegt der Kroko erstmal seine 5 Dia Einsatz wieder, Basti auch.